Und diese Woche werden wir sehen, braucht eine Pflanze Sonne und braucht sie Wasser? Braucht sie Sonne und braucht sie Wasser? Dazu nimmst du jetzt bitte deine drei Gläser. Eins, zwei, drei. Du holst deine Bohnen, die du gestern ins Wasser reingetan hast, und du brauchst deine drei Spülschwämme. Was machst du? Du tust den Schwamm in das Glas und legst hier eins, zwei Bohnen dazu. Das machst du auch mit dem zweiten Glas. Eins und zwei. Ups. Moment, eins und zwei. Und auf den dritten Spülschwamm. Und eins und zwei. So, du hast jetzt drei Gläser. In jedem Glas sind zwei Bohnen. Und jetzt nehmen wir ein Glas. In dieses Glas kommt Wasser, aber keine Sonne. Wie machen wir das? Du tust Wasser rein. So. Du siehst, da ist jetzt Wasser drin für die Bohnen. Aber damit es keine Sonne bekommt, tue ich das jetzt in eine Dose rein. So. Licht ist aus. Keine Sonne. Wasser ja, Sonne nein. Das zweite bekommt Sonne, aber kein Wasser. Und das dritte bekommt Sonne und Wasser. So. Wir schauen uns das nochmal an. Moment, bisschen nass hier. Du hast jetzt deine drei Bohnengläser. Hier habe ich Wasser, aber keine Sonne. Hier habe ich Sonne, aber kein Wasser. Und hier habe ich Wasser und Sonne. Und jetzt warten wir mal, was passiert bis morgen. Wir sehen uns morgen. Tschüss. Stopp, ich habe noch eine gute Idee, damit ich weiß, welcher Becher ist was. Nehme ich drei Papiere und male auf das erste Sonne und Wasser und stell den Becher drauf. Das andere hat Sonne, aber kein Wasser. Sonne, aber kein Wasser. Und das dritte hat keine Sonne, aber Wasser. Ich zeige es dir nochmal, damit du siehst, wie ich das mache, damit ich weiß, was ist was. Ich stelle jeden Becher auf sein Papier. Ich stelle diesen Becher auf Papier mit Wasser und Sonne. Ich stelle den Becher auf das Papier mit keine Sonne, aber Wasser. Und meinen dritten Becher auf den mit kein Wasser, aber Sonne. Dann weiß ich immer, welcher Becher ist was.